Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntag zu Hardcore Colonization. Schön, dass ihr da seid. Zack, zack, Knöpfe drücken, jetzt Knöpfe fertig gedrückt. Heute ein bisschen später gestartet, weil ich noch ein bisschen was erledigen musste. Und wir werden heute auch nicht ganz so lange machen. Wir machen nur bis 21 Uhr, weil ich meinen Scheiß noch packen muss. Ich muss nämlich morgen früh um kurz nach 4 los in Richtung Zug. In diesem Sinne, ganz liebes Hallo zu einer verkürzten Ausgabe von Hardcore Colonization und ein ganz liebes Hallo an den Major Spanker, an Mikino7, an den Space Pioneer, an Crazy Day. Wer ist noch da? Ah, hört auf zu schreien. An Crazy Day, an Lord Grimmisch, an den Nikolai, den treibt mich selbst in den Rückenschnapper, den Newest Ali, Doc Brown, Submarine One. Wen haben wir noch da? Den SF Giants, den E-Borg, jetzt tippen alle, jetzt habt ihr Pech gehabt. Nein, jetzt kommt auch noch ein Raid rein und alle schreiben weg. So, hallo an alle, die da sind. Schade, schade, ich hätte fast die Liste durchgearbeitet gehabt. Aber nicht schade an den Raid. Vielen lieben Dank, lieber Wöller, und ganz herzlich willkommen an dich und alle aus Kapauistan. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und habt irgendwas Sinnvolles getan. Irgendwas Sinnvolles mit Raketen auf jeden Fall. Und liebe Mods, macht doch mal einen Shoutout für den Wöller. Ich nehme an, jeder hier auf dem Kanal kennt ihn schon und hat da schon mal ein Follow dagelassen. Wenn nicht, solltet ihr es aber dringend nochmal tun. In diesem Sinne einmal bitte einen Shoutout im Kanal, Link folgen und ein Follow dalassen. Der gute Mann macht auch sehr viel Kerbal Space Program. Und neben Kerbal Space Program auch noch, machst du noch aktiv Cities Skyline? Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Auch sehr viel weiter, als ich je in meinem Leben in Cities Skyline gekommen bin. Und diverse andere Simulationsspiele. So. Jetzt sind hier aber auch irgendwie 1000 Abos vorbeigerauscht. Da muss ich gleich noch ein Wort zu sagen. Aber erstmal vielen lieben Dank an den Major für den Resub im 23. Monat, den Justus Play. Resub für den zweiten Monat. Der Pechchap hat auch schon 23 Monate zusammen. Und der Hugo Guo 14 Monate. Vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr resubbt. Genau, im Discord hatte ich schon einen kurzen Satz dazu geschrieben. Jetzt nochmal hier, bevor noch andere ihre Resubs reinschmeißen und sich nachher eventuell ärgern. Ich werde im März und April eine kleine Streampause einlegen, weil ich im Moment not feeling it the way I used to feel it. Im Moment stresst mich leider die regelmäßige Terminierung von Streams ziemlich, weil ich sehr viel um die Ohren habe. Und das ist für mich ein Hobby, das mir immer sehr viel Spaß, und jetzt kommt das Ärgerliche, gemacht hat. Und ich würde gerne wieder dahin kommen, dass es mir auch wieder Spaß macht. Und deshalb habe ich mir mal ganz bewusst vorgenommen, im März und April mich mal von diesen Fesseln zu befreien. Es ist schon weniger geworden, aber auch dieses regelmäßig Sonntag. Ich habe momentan sehr, ja, sehr viel Stuff zu tun, bin sehr oft unterwegs im Job. Und das Wochenende ist so meine Zeit, wo ich eigentlich so meinen Privatkram machen kann, auch mal Zeit mit meiner Frau verbringen kann. Und da bewusst ein Stück rauszukatten jede Woche ist im Moment sehr schwierig für mich. Und deshalb werde ich mal eine Weile ein bisschen ruhiger machen. Das heißt nicht, dass es gar keine Streams geben wird, aber es gibt überhaupt keinen Streamplan und ich werde allerhöchstens mal den Stream anschmeißen, wenn es mich wirklich reißt. Das heißt auch noch lange nicht, dass das dann Kerbal Space Program ist. Deshalb wollte ich einmal die Vorwarnung jetzt schon geben. Im Februar mache ich noch meine Streams ganz normal am Sonntag. Und das ist auch nur ein Abschied auf Zeit. Ich wollte nur sicherstellen, wenn ihr hier subbt, dass ihr das wisst, weil ich möchte nicht irgendwelche Subs abgreifen, dann ärgert ihr euch, dass ich im März gar keine Streams mache. Gebt das lieber anderen Streamern. Den Wöller kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Da, money well invested. Oder dem lieben Jack. Oder ihr spendet das an eine gemeinnützige Veranstaltung oder sowas. Deshalb sage ich es ein bisschen rechtzeitig. Wie gesagt, im Februar bin ich noch jeden Sonntag da. Und im März und April ist dann mal ein bisschen ruhiger. So. Oh, und da kommt schon der nächste Raid rein. Was ist denn los mit euch? Ihr habt euch doch abgesprochen. Krampfgarten, hallihallo. Und ganz herzlich willkommen auch an dich und deine 22 Raider. Die Nachmittags-KSP-Veranstaltungen sind jetzt alle durch. Bitte auch nochmal ein Shoutout für Krampfgarten. Das ist schon längst passiert. Ihr seid zu gut, Mods. Ihr seid zu gut in eurem Job. Genau, auch der liebe Krampfi, jemand, dem ihr unbedingt mal ein Follow dalassen solltet. Und wenn ihr euren März- oder April-Sub noch nicht unter Kontrolle habt, ne, guckt mal beim Krampfgarten vorbei. Auch ein ganz lieber Kerl. Macht auch ganz viele spannende Sachen. Ich weiß gar nicht, ob er zurzeit noch aktiv Oxygen Not Included spielt. Auch ein Spiel, was
ich schon lange aus großer Entfernung sehr interessiert beobachte, aber nie dazu komme. Aber auf jeden Fall auch ein KSP-Spieler. So, und jetzt macht der Crumpy auch noch die 12 Monate voll. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, mein Lieber. So, was machen wir heute? Wir werden heute unsere Zeit nutzen. Wir hatten ja letztes Mal angefangen, die Eve 2.0 Probes. Wie soll ich das formulieren? Zu verbessern. Letztes Mal hat das nämlich nicht so richtig gut geklappt, als wir zu Eve geflogen sind. Also von 4 Probes hatten wir 4 Fehlschläge, deshalb sollten wir das nächste Mal ein bisschen besser machen. Wir haben einen recht guten Testflug gehabt. Was jetzt noch kam, war so ein bisschen Input auch von eurer Seite, dass wir nochmal gucken, dass wir eine Bremseinheit an diese Probes ranbekommen. Also dass sie sehr viel stärker verlangsamt werden, als das bisher immer der Fall war. Und dann braucht man natürlich noch eine Rakete für den ganzen Spaß, damit das zumindest mal vorbereitet ist. So, und jetzt nochmal vielen lieben Dank auch an Doc Brown für den Prime Sub. Danke dafür. Und ihr Wahnsinn sollt aufhören zusammen. Wie gesagt, die nächsten 2 Monate werde ich mal ein bisschen kürzer treten. Bastel, vielen lieben Dank dafür und Tiering natürlich auch im 19. und im 2. Monat die 2. So, gucken wir uns mal an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mit der Eve Probe und was uns als nächstes ins Haus steht. Ihr habt mir zugehört, ne? Ihr habt mir zugehört. Zack. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Why are you doing this? Turing, vielen lieben Dank. Also, Charabel Pablone, vielen lieben Dank für den 27. Monat mittlerweile auch schon. Tja, und der Turing zündet direkt mal eine Sub-Bombe mit 5. Das dauert jetzt eine Weile. So, währenddessen gucken wir mal in die Probe rein. Da haben sie Tranquility Base here. The Eagle has landed. So, die eigentliche Probe ist ja der Part hier. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Nee, niemand hat die Absicht, auf mich zu hören. Das merkt man auch. Ich trinke einfach mal einen leckeren Schluck Mate währenddessen, bevor ich hier. Ich kann ja eh nichts erzählen über die Probe, bevor ihr nicht fertig seid. Und Exalus, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurvenauten. Also, das hatten wir letztes Mal konzipiert und das war noch die Testrakete, die da dran klebte. Discovery, nominal Miko, Ohms 1, not required. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist falsch mit euch? Demos, vielen lieben Dank für 100 Bits. Dankeschön. Also, das ist die Probe. Ich weiß, ihr wollt nicht, dass ich das erzähle. Ihr zeigt es mir sehr deutlich. Aber ich mache das trotzdem jetzt. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Tiering, vielen lieben Dank auch für den weiteren Gifted-Sub und natürlich allen Beschenkten ganz viel Spaß mit euren Kirby-Emotes. So, und jetzt ist hier jetzt mal Ruhe. Jetzt erkläre ich kurz die Probe. Hört auf mit der Scheiße. Jetzt wird hier einfach nur zugeguckt und zugehört. Macht das in 10 Minuten oder so. Also, die Probe ist in beide Richtungen abgesichert mit Hitzeschilden. Das passt relativ gut. Sie hat hier oben einen kleinen, hier unten einen kleinen Tank, um Gewicht nach unten zu legen, weil die Seite soll zuerst rausgehen und hat hier oben RCS-Düsen, also Werner Engines, die diesen Sprit aus diesem Tank auch benutzen, um die Probe zusätzlich zu stabilisieren in ihrem Retrograde-Flug. Hier sind Fallschirme dran, die braucht man, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Die braucht man, um nicht allzu hart einzuschlagen. Wir haben den Probe Core, wir haben einen Inline-Stabilizer und hier drin im Prinzip die Instrumente, die wir so brauchen und also das ist ein Hydrogen Tank. Irgendwo gibt es noch einen Oxygen Tank. Der ist hier drüben. Zack. Oxygen Tank. Und einen dazugehörigen, wenn ich ihn jetzt finde. Hier ist er, glaube ich. Eine Alkaline Fuel Cell. Die das Ganze dann mit Strom versorgt, damit wir so ein bisschen unabhängig sind während dem Wiedereintritt. Explodat, vielen lieben Dank für den Resub im 31. Monat und Nikolai, vielen Dank für den Resub im 8. Monat.
Und dann haben wir ein paar Science-Experimente, um die unten abzufeuern. Eine Antenne und auf dem einen Tank habe ich noch so ein Pücher-Solarpanel. Das ist halt, wenn die Probe mal unten liegt, können wir sie damit hoffentlich langfristig betreiben, halbwegs. Die Überlegung wäre halt, sie irgendwie so auf die Seite zu drehen, dass wir quasi so nachher liegen. Also, dass das beides hier nach oben zeigt ungefähr. Und auf dem Teil hier liegt sie dann. Ich kann sie durch das Inline Stabilizer Wheel zum Glück ganz gut drehen. Hier unten ist noch eine kleine Antenne drin, die funktionieren sollte, während sie eingefahren ist. Das ist so die Idee. Das hat alles soweit ganz gut geklappt im Test. Was jetzt halt noch fehlt, und ich vermute fast, dass uns das hier sogar reicht, ist so eine kleine Instanz, die uns runterbremst. So, und das wären hier 1192 Delta V. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 1192 Delta V komplett ausreichen. Aber wir haben ja ungefähr eine Eintrittsgeschwindigkeit von knappen 3000 Meter pro Sekunde, glaube ich, letztes Mal gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir könnten damit natürlich so auf 2000 Meter runterkommen. Das wäre ja schon mal was. Thrust Weight Ratio ist auch 0,91. Das heißt, wir könnten relativ hart abbremsen. Und dann wäre das hier nämlich unsere Probe letzten Endes. Einmal zusammengefasst. Antrax, vielen lieben Dank für den 27. Monat Resub. Jetzt habe ich es auch gefunden, die Zeile. Sie ist nämlich gerade weitergerutscht, weil Turing nochmal ein Gifted Sub auch raushaut. Und zwar an den Legolas Greenleaf LP. Vielen lieben Dank dafür. Und Turing, falls du es nicht mitbekommen hast, ich werde die nächsten zwei Monate mal ein bisschen pausieren. Also vielen lieben Dank für die ganzen Gifted Subs, aber bei sowas auch gerne. Ich bin ein großer Freund davon, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Das Geld nächsten Monat gerne lieber dahin. Aber vielen lieben Dank dafür. So, das haben wir. Jetzt haben wir das Problem. Das Ganze wiegt aber so ein paar Kilogramm. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das nachher machen. Also von der Idee her. Leute, hier kommen wir zu nichts, ne? Etienne, vielen lieben Dank. 27. Monat. Prost! Wie machen wir das mit dem Anschluss am besten? Also letzten Endes brauchen wir eine Orbiter Probe nachher noch. Ich würde das ein bisschen wie das Duna-Konzept eigentlich fahren. Turing, vielen lieben Dank. Holy shit. Jetzt fängt Crazy auch noch an. Was ist denn los mit euch? Ja, an all diejenigen, die wahrscheinlich einmal zufällig hier auf dem Channel waren, viel Spaß mit euren ganzen Gifted Subs. Benutzt die Emotes weise. Es ist einer der besten Möglichkeiten, Kirby-Emotes zu bekommen. Und es sind die verdammt nochmal besten Kirby-Emotes. Juhu, ich habe irgendein Hype-Train-Emote bekommen. Juhu. Tut, tut. So funktioniert das also. Und Salom der Doktor, vielen lieben Dank fürs Follow. So, jetzt müssen wir uns, wie gesagt, einen Orbiter dafür bauen, wo wir diese Probes mitnehmen können. Ich würde sagen, angepasst an das hier. Vielleicht müssen wir mal einen Reroad vollziehen noch. So, und dann... Nee, halt. Kriegen wir das denn jetzt gut in Subassembly rein? Wie kriegen wir das sinnig in Subassembly? Weil ich kann nicht das ganze Ding hier reinschmeißen. Da anfassen kann ich es auch nicht. Ich muss irgendwie... mit diesen Kapplern arbeiten. So. Aber ich würde gern das hier haben. Zack. Hier und von hier nach da.
Geht das? Nee, KSP2 gibt es noch keine Neuigkeiten an Release. Ich hatte erst heute oder gestern ein aktuelles Scott Manley-Video gesehen zur 1.9. Da hat er auch nochmal gesagt, er weiß auch noch nichts Neues, nur dass es verschoben ist. Aber hat auch noch nichts gehört, wie es weitergeht. Und wenn es Herr Manley nicht weiß, wer soll es dann wissen? Da müssen wir den Antrieb nochmal neu ranbauen. Ja genau, wenn Scott es nicht weiß, woher soll ich Plepp das wissen? So, das ist der Eve Lander 2.0. So, und jetzt Don't Save. Jetzt machen wir uns mal an die Konzeption des Raumschiffs an sich. Wir müssen 4 Lander-Probes und wahrscheinlich so ein bisschen Relay-Netzwerk. Wir haben noch ein bisschen was stehen rund um Eve, aber dolle ist es nicht. Müssen wir auf jeden Fall dahin verbringen. Ich würde sagen, wir können mal safe mit einem Probe-Core anfangen. Und es sollte nicht zu teuer werden. Wenn ich so auf mein Geld gucke, müssen wir vor der Eve-Mission wahrscheinlich eh noch mal ein bisschen Geld verdienen. Habe ich so das ungute Gefühl. Ja, wir warten alle auf KSP 2.0. Mal gucken, wie es oder auf KSP 2 eigentlich. Mal gucken, wann es da losgeht. Ich denke aber, also ehrliche Einschätzung, vor Herbst wird das nichts. Und wenn es sich eh auf den Herbst schiebt, wenn ich ein Publisher wäre, ich würde es ins Weihnachtsgeschäft pushen. Aber vielleicht haben wir alle Glück und ich bin nicht derjenige, der über sowas entscheidet. Gott sei Dank. Also ich habe sowieso da nichts zu entscheiden, aber vielleicht haben wir Glück und die sehen das anders beim Publisher. Wir werden sehen. Am Ende it's done, when it's done. Und ich warte lieber einen Monat länger. Und habe dann ein gutes Spiel. Weil wir haben ja mit KSP 1 jetzt echt nichts, worüber wir uns beklagen müssen. Ich hoffe, ihr habt alle schon in KSP 1.9 reingeguckt. Holy shit, was ist das? Particle Accelerator Centrifuging. Oh Gott, ich will diese 50.000 ausgeben, um es mir angucken zu können. Was zur Hölle? Ist es das, was ich glaube, was ich gelesen habe, was es ist? Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Woher kommt das? Warum ist es da? Das ist auf so vielen Ebenen awesome. Oh mein Gott, ich muss es haben. Holy shit. Ich weiß, mit was ich mein erstes bekörbeltes Langstreckenraumschiff bauen werde. Wartet. Da! Das ist es. Holy shit, das ist jeden Körbeldollar der Viertelmillionen wert. Woher kommt dieses Teil? Es muss irgendwie sich reingeschlichen haben mit den ganzen Updaten auf die 1.8er Modsets. Ausrufezeichen Seacan übrigens, wenn ihr das Modset haben wollt. Ich habe keine Ahnung, in welchem Mods drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist leider awesome. Das ist leider richtig awesome. Fusion Mode? Holy shit, und das hat irgendwie Particle Accelerator Centrifuge. Also das ist ein... Hä? Was kann das alles? Moment, wir bauen gleich den Orbiter. Ich habe hier die nachschiebenden Sendungen verschieben sich um... die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 2 Stunden. Also. Charged Particles. Okay.
Consists of Plasma Wakefield Particle Collider located. Ist mir völlig egal, dass das ein Particle Collider ist. Ich würde das als Wohnspace nehmen, wie gut es aussieht. Alles wie immer. Ja, genau, alles wie immer. Allowing production of isotopes and unlimited can surface an extended habitat for Kerbals, binging the gravity and comfort. Binging? Bringing, glaube ich. Bringing, das, da fehlt ein R, da fehlt einfach ein R. The gravity and comfort of Kerbin to interstellar space. Also es ist quasi ein bewohnbarer Teilchenbeschleuniger. Was kann da schon schief gehen? Neue Nebeneinkünfte beim CERN. Wir vermieten den Teilchenbeschleuniger jetzt an sehr kleine Leute, während er nicht in Betrieb ist. So, Integrated Charged Particles Power Generator. Holy shit, für was auch immer. Interstellar Resource Converter. Kilowatt Hour into... Also es ist wahrscheinlich von Interstellar, ich weiß es nicht. Power Generator. Plasma Nozzles und Magnetic Nozzles funktionieren. Okay. Fuel Modes, tatsächlich. Also das Zeug kann... Genau, können Sie bitte mal kurz nach draußen gehen? Wir würden Ihr Quartier gerne kurz zum Teilchenbeschleunigen benutzen. Plasma Nozzle Performance. Okay, dolle ist es nicht. Okay, aber das würde ich auch eher als Wohnraum sehen. Boost Efficiency of Converters Benefiting from Greenhouse. Okay, also Greenhouses funktionieren auch besser. Oha. Okay, brauchen wir ein bisschen Strom, ein bisschen Material Kits, ein bisschen Specialized Parts für Swappen. Habitat Option. 1000 Kerbal Mumps. Holy shit. Das wird ein super Raumschiff. Ich sehe auch Space Truck 2.0 immer mehr auf uns zukommen. Machinery konsumiert es halt ganz gut, ne? Brauchst du richtig viel Machinery. Bla bla bla. Okay, cool. Not bad, not bad. Ah, das, die Animation gibt's auch noch rückwärts. Wie gut ist das? Das ist auf so vielen Ebenen awesome. Okay, das startet man nochmal genau wie? Okay, das sind aber Fragen, mit denen müssen wir uns ein andermal beschäftigen. Heute ist das nicht unser Problem. Sehr schön. Das ist sehr schön. Ein bewohnbarer Partikelbeschleuniger. So. Halt einfach dein Essen für 2 Minuten auf Kniehöhe, genau. Ja, sehr schön. Okay, also Eve Orbiter 2.0. Ich überlege gerade, haben wir den alten Eve Orbiter? Save and continue. So, haben wir den alten Eve... Eve Probe, Eve Orbiter, Eve Mission. Ah, okay, da ist irgendwas drin, was das Update nicht gut überstanden hat. Okay. Das will er nicht. Gut, da ist irgendein Teil nicht ganz kompatibel. Okay, dann fangen wir von vorne an und bauen das ordentlich und sauber. Ich überlege gerade, was brauchen wir alles. Also, wir müssen vor allen Dingen gucken, dass das Ding gut funken kann. Sollten hier auf jeden Fall eine großzügige Relay-Antenne draufsetzen. 100G braucht man, glaube ich, nicht. 100G ist zu viel des Guten. 15G müsste doch nach Eve locker reichen. So. Aber die sind ein bisschen mickrig aus, ne? Die macht mich optisch ein bisschen traurig, die Antenne. Traurig. Vielleicht machen wir das aber auch lieber auf die anderen Dinger drauf. Machen hier eine direkte Antenne. 15G direkt. Okay. Gehen wir auf Großformat. Ja.
glaube schon, allein schon wegen den großen Antrieben. So, ich guck mal, ob ich da ein Fuel Tank für habe, um das sauber zu übersetzen. Bringt uns das rüber auf. Das ist jetzt, glaube ich, dieses. Ne, okay, es sieht sauber nach dem 12.5er aus, sehr schön. Sehr gut. So, dann hätten wir nämlich ein 2.5er Format und könnten das Ganze. Jetzt heißt es die richtige Größe treffen, ne? Ich glaube, das ist der hier. Iribus ist es dann wohl, wa? Wie schrumpft der? 400, 203. Ja, gute Frage. Ich will jetzt nicht alle kaufen. ...203... ...215... ...203 klingt noch ganz vielversprechend. Auch nicht. Der. Das sieht so aus, ja. Also größentechnisch wäre es der, aber ich glaube, damit kommen wir nicht durch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, der hier hat ein 422er Vakuumeffizienz, der hat 468. Der wird uns aber eine Weile schleppen, nehme ich mal an. Und einmal 1644 bei einer 5-4er Trust Weight Ratio. Da ist noch ordentlich Platz. Ich habe auch so Cryogenic Fuel Tanks, ne? Hydrolox müsste passen. Jupp. So. Die guten Hydrolox-Tanks. Ich glaube, das da wäre auch ein besserer Adapter tatsächlich. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. So, dann haben wir mal sauber kryogenische Tanks, wenn wir schon kryogenisch fliegen. Sieht auch gleich viel professioneller aus. Liquid Hydrogen Oxidizer. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Achso, es ist Liquid Oxidizer. Hä? Hab ich falschen Treibstoff gerade drin? Wartet mal. Ungu, Hallöchen. Und Papa Flea, das habe ich irgendwie verpasst. Papa Flea, vielen lieben Dank für den Resub im 6. Monat. Dankeschön. Und Ungu natürlich auch vielen lieben Dank für den Resub im 22. Monat. Somit, was fliegt ihr? LH2? Oxidizer. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hab ich was verpasst? LH2. Okay, er will tatsächlich keinen Liquid Oxidizer haben. Bodendose, vielen lieben Dank für den Resub im 11. Monat. Dankeschön.
Er will tatsächlich keinen Logs haben. Na gut, das ist ja sein gutes Recht, wenn er das möchte. Bleiben wir bei der Größe oder gehen wir noch eins größer? Ich würde es aber, glaube ich, einfach stumpf verdoppeln. So. Vereinfachen. Cleams, vielen lieben Dank auch an dich für den Resub im 29. Monat mittlerweile. So, dann haben wir hier, glaube ich, ein ganz gutes Grundmodell. Jetzt müssen wir mal schauen, was das bedeutet, wenn da gleich Gewicht rankommt. Aber das wäre mal so die Grundannahme. Für unseren Eve Orbiter. Ich würde jetzt ganz bewusst heute mal den ganzen Science-Kram und so weiter von dem Orbiter an sich, also der Trägerrakete an sich, rauslassen, dass wir die sehr simpel bauen. Die soll einen Funkkontakt halten, da kommt gleich noch ein bisschen Strom mit dran. Und an die werden wir die anderen seitlichen Ausleger, die kleinen Satelliten, die wir dann aussetzen, ranpacken. Damit wir nicht ganz so hart overengineeren müssen, hoffe ich zumindest. Ich überlege jetzt gerade, wo wir den Strom reinpacken. Ich würde tatsächlich, glaube ich, den Strom... Eigentlich gehört es sich nicht, ne, den zwischen die Tanks zu hauen. Eigentlich gehört es sich nicht. Aber dann müssen wir den hier oben drauf packen. Super blöd ist. So, da haben wir jeweils 1000, oder? Ja, 1000 Ladungen Strom. Einmal Inline Stabilizer und. Tja, jetzt kommt die große Frage. Was machen wir mit dem Spielzeug? Machen wir da oben eine Spitze drauf? Oder nicht? Ich mache das jetzt erstmal als Platzhalter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so lasse. Oder ob wir da irgendwas Sinnvolles drauf tun. Warp-Propeller oder so. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. So, jetzt haben wir das erstmal. Dann käme auf jeden Fall grundsätzlich mal sowas wie eine Stromversorgung in Frage. Die würde ich auch ziemlich stupid simple halten. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Wir müssen die Tanks kühlen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall sicherstellen, dass wir genug Strom haben, oder? Prinzipiell. So, jetzt lass mich mal ganz kurz einen Größencheck machen. Es geht mir auch nicht darum, den wirklich anzubauen. Ich will nur mal wissen, was ich mir damit dann antue. Ob das noch hinhaut. Ja, nicht, dass es funktionieren würde, weil... Ah, verdammte Axt, ey. Aber es würde... Größenmäßig wird es hier noch. Wir machen dann hier unten den Booster dran mit dem Decoupler und setzen das hier mit dem Schild oben auf. Dann können wir das ein bisschen tiefer platzieren. Das würde aber, also rein größenskalierungsmäßig wird es hinhauen. So, und dann könnten wir noch Funksatelliten mitnehmen. Okay. Moin, Valkyrs. So. Retract. Also Strom, check. So. Das Ding hat immer noch mehr als genug Delta-V, um uns irgendwo hinzubringen und auch zu bremsen. Das wird sich sicherlich geben im Laufe unserer kleinen Eskapaden, wie wir hier weiterbauen. Die eine Sache, die jetzt hier noch ran muss auf jeden Fall, ist eine Funkantenne. Der würde ich eine gute Direct geben.
du das so für uns? Und da geht es ja wirklich nur darum, dass der erstmal während der Mission Funkkontakt zurück nach Kerbin hat. Könnte ich auch so machen, ne? So. Zack. Tranquility Base here. The Eagle has landed. So, Kadamul, 9. Monat, Valkyas, 5. Monat. Vielen lieben Dank für eure Resubs. So, ich glaube, mehr braucht's gar nicht in meiner kleinen Welt. Wir müssen jetzt nochmal gucken, wie wir mit den Relays arbeiten. Ziel wäre es, die ein bisschen weiter draußen auszusetzen. So. Oh Gott, ich habe jetzt schon wieder Angst davor, diese kleinen Tanks zu benutzen mit den kleinen Antrieben. Das gibt wieder Hörsturz. Entschuldigt. Ich hoffe, alle leben noch. So, prinzipiell. Ich glaube, es ist okay. So. Macht das Sinn? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich schon 500 abonniert habe. Doch. Streamlabs sagt, du hast das. Und Twitch sagt, du hast das. Also hast du das. Fertig. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich auf das kleine Format gehen will. Also ich sehe Problem, aber auch Chancen darin, in dieses Format zu gehen. Wir könnten halt die Terrier benutzen. Aber das sind halt Brocken, ne? Davon 4 Stück ist halt auch wieder unangenehm. Schwierig. Ich probiere es erstmal in klein. So, zack. So, dann hat er eine schöne Länge. Direkt wie... So, dann scale ich einen davon runter. Der andere ist, glaube ich, doch, der ist noch da. Aber der hat hier diesen komischen LED-Grafik-Glitch. Hat was sehr Cypher-mäßiges, aber ich skaliere lieber einen von denen. Eins runter, dann passt der auch. So, jetzt ist die Frage, also antriebsmäßig, tja... Wie groß ist ein sehr kleiner? Wollen wir das mal probieren? Wie groß ist ein sehr, sehr, sehr kleiner? 0,16, 0,55. Das ist Teller Engine. Kann man das umstellen? Die würden gehen. Probier den mal aus, weil der ist nicht so schwer. Vielleicht ist der ja so klein tatsächlich. Kleine Kryo-Engines. Ach, nice. Vielleicht sind die nicht ganz so laut. So, jetzt müssen wir nur mal ganz genau gucken, mit was der fliegt. LH2 Oxidizer, okay. LH2 Oxidizer. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass der Treibstoff relativ leicht ist halt einfach, weil Wasserstoff halt quasi nichts wiegt. So. Warte mal, zack.
Das ist natürlich eine große Frage, wie viel hat das? Das sollte aber reichen. So, dann machen wir hier einen ganz einfachen Kniff, was unsere Solarpaneele angeht. Da haben wir dann nämlich ein bisschen Electric Charge mit drin. Obwohl es auch wieder an der falschen Stelle geizen ist eigentlich. Aber da sind die Batterien und die Solarpaneele in einem wundervollen, kompakten Format. Passt auch größentechnisch, finde ich, sehr, sehr gut zu diesen Satelliten. Zack. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Probe Core. Ich denke, wir nehmen das kleine Format. Wir haben ja SRS über den Advanced Inland Stabilizer parat. So. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Raketen müssen laut. Ja, aber nicht diese. wie diese kleinen Misttriebwerke im Moment. So, und jetzt müssen wir da ein Relay ranbekommen. G Relay Antenne. So, da oben werden wir sie nicht drauf kriegen. Das ist schon mal relativ safe, dass das nicht klappt. Weil wegen Gründe. Was wir natürlich machen, könnten wir einfach den Kram hier ein bisschen verlegen. Dann könnte das aber knapp hinhauen, ne? Ah, na gut. Ich nehme das zurück. Tut es nicht. Tut es einfach nicht. Was wir mal so tun. So wäre es vielleicht sogar eine Option, ne? Wir hängen da nicht dran. Aber wir klippen nicht. Und wir kriegen die Antenne oben rein, ne? Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Fazit. Vielen Dank für 22 Monate Resub. Dankeschön. Die Frage ist, kriegen wir das mit einer Dreierverteilung sauber um die... Wir würden theoretisch, glaube ich, drei solche Relays tatsächlich reichen. Okay. Tut nicht. Tut nicht. Muss aber auch so gar nicht tun. So, warte mal, wir können nämlich die anderen Adapter noch nehmen. Um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Wir haben ja noch so ein paar Taschenspielertricks haben wir ja noch. Wir könnten nämlich einfach die entfernten Radio Detector spielen. Dann können wir mit dem Zeug wahrscheinlich sogar hier ran. Borki, vielen Dank auch an dich für den Resub. Ein bisschen Abstand sollten wir noch schaffen, aber viel fehlt nicht. Ich würde jetzt erstmal hier unten bündig gehen. So. Das passt ganz gut und jetzt gehen wir mit dem Bauteil an sich noch einen Tick nach oben. So sollten wir genug Abstand haben, ja. So kann man damit arbeiten. Sind jetzt natürlich nur zwei. Aber so hätten wir Relay-Satelliten. Zwei schon mal zumindest. Und ich weiß gar nicht, ob zwei uns nicht sogar erreicht. Wir haben da noch ein bisschen was rumschwirren. Das Problem, was mich da umtreibt, ist eigentlich eher...
Ich glaube, ich weiß, wie ich es anordne. Es ist nicht der Geiz, um das schon mal zu sagen. Ich glaube, ich nehme doch 4 mit, einfach um sicher zu gehen. Mir geht es dabei gar nicht so sehr ums Kohlesparen. Mir geht es dabei eher darum, wie kriege ich die deployed. Und trotzdem die anderen Dinger noch... Ich glaube, ich habe an der falschen Stelle abgezogen. Na doch, die Viererverteilung wird dann ein Problem. Ich muss hier ja noch die andere Probe dazwischen bekommen. 4-mal. Und ich werde jetzt, glaube ich, hier ein bisschen mit einer anderen Symmetrie arbeiten. Nämlich mit einer Zweier-Symmetrie, die ich halt einfach manuell auf eine Vierer upgrade. Dann kann ich nämlich die Hauptprobe, um die es eigentlich geht, hoffentlich recht einfach mit einer Vierer fahren. So, weil dann habe ich hier, obwohl es wäre eine Vierersymmetrie, ich Vollidiot, wartet mal, gib mir mal einen kurzen Moment. Das war jetzt kurzer Gehirnfurz, ganz kurz noch. Ganz kurzer Gehirnfurz, das kann ich ja natürlich mit einer sauberen Vierersymmetrie auch machen. Ich muss sie ja nur versetzen. Ich hatte gedacht, das wird flacher, aber jetzt wo ich sehe, ist es eine Vierersymmetrie. Gib. Nur halt eine seitlich versetzte Vierersymmetrie. So. Dann haben wir hier nämlich die Dinger. Die brauchen jetzt noch so eine... Brauchen die das noch? Eine Direktantenne. Schaden wird's ja nicht. Wenn wir denen jetzt noch eine starke Direktantenne geben... Ist die große Frage, will ich 20k dafür ausgeben, ne? Aber eigentlich sind die ja als Standard dafür, ne? Doch, die sind ja schon groß. Eigentlich sind die drüber. Eigentlich muss das nicht sein. Er bringt uns nicht weiter, weil er kann ja über die Relay quasi Körben erreichen und weiterleiten. Ne? Das ist eigentlich passt das. Was ist das, wenn die nicht im Kreisel wegspringt? Was ist der Plan fürs Decoupeln? Der Plan fürs Decoupeln ist, das SRS anzuhaben und einen nach dem anderen auszusetzen. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Weil die Dinger haben ein eigenes SRS, die halten sich stabil. Dann driften die kurz weg, werden deployed. Und entfernen sie. Also die entfernen sich ja durch das Absprengen von ganz alleine. Das müsste eigentlich hinhauen. So einzeln deployed. So, jetzt gucken wir mal, wo wir... Bei 3502 Delta V stehen wir mittlerweile. Okay, jetzt machen wir erstmal noch die anderen Teile. Haben die auch einen Probe Corner? Klar haben die einen Probe Corner. Das ist dieses flache Ding hier. Das ist der Octo 2. Ich kann ihn auch mit Gold oder Silberfolie. Vielleicht machen wir das tatsächlich. Dann sieht man ihn ein bisschen besser. Guck mal, wie edel das gleich aussieht. Ein bisschen Goldfolie rangepeppelt. Warum geht das da nicht? Das ist traurig. So, lasst uns den eigentlichen Missionszweck mal zelebrieren. Mal gucken, ob das alles funktioniert. So. Ich hatte gesagt, ich mache jetzt übergangsmäßig zum Bauen erstmal ganz kurz. Was, so eine Goldfolie optisch? So eine Goldfolie macht optisch eine Menge aus, oder? Wie sehr es plötzlich nach Satellit aussieht. Völlig abgefahren. Wir sind alle so geprägt auf Goldfolien, was Raumfahrt angeht. Da 400er, hatten wir gesagt. Dann kommt da unten ein Terrier ran. Das kostet uns, glaube ich, richtig Delta V. Und ich habe noch nicht mal...
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ich habe noch nicht mal die eigentliche Probe dran, ey. Und das kostet uns schon bösartig viel Delta V. 2013 haben wir noch. Wo soll das Teil eigentlich hin? Das soll nach Eve. Wie der Name Eve Orbiter sagt. Das Ding soll Eve orbiten und die Länder absetzen. Jetzt brechen uns, glaube ich, die Delta V richtig weg. Also, das war nicht so schlau. Da sind die Kabel dazwischen. Mr. Penguin King, vielen lieben Dank für den 6. Monat. Das halbe Jahr ist voll. Ganz herzlich willkommen in der Silberraketenklasse. So, die Kappler. Das ist ein 1-2, meine ich. So, die gute Nachricht ist schon mal, wir kriegen das da dazwischen. Und jetzt können wir hier... Ärgerlich. Kriegen wir das irgendwie anders gelöst? Ich mach das jetzt mal auf doof. Ich würde die gerne ein bisschen mittiger anbringen. Ich habe mein Lichtschild abgebaut. Ja, natürlich habe ich mein Lichtschild abgebaut. Shitty shit, ey. Also im Prinzip müsste das Ding hier so sein. Damit hier noch so ein minimaler. So ein minimaler Platz noch ist. Aber ich sehe so ein bisschen. Obwohl das die Kappe sprengt, das Ding in die Richtung raus. Über den schmalsten Punkt ist es sogar schon hinaus. Eieieiei. Das kann funktionieren. Muss nicht, kann aber. Oder wir machen da einfach noch einen Tank ran, ehrlich gesagt. Mal eine vermutlich blöde Frage. Ja, es gibt keine blöden Fragen. Es gibt einfach nur Fragen, weil man irgendwas nicht verstanden hat. Ich habe KSP nun auch nach längerem mal wieder ausgepackt. Und irgendwie richten sich die Körper zum Eva nicht mehr mit der Maus aus, sondern man muss sie wieder manuell rotieren. Mach mal mit T das SRS an. Dann drehen die sich mit dem Schub mit. Also immer mit T das SRS anmachen, wenn du mit Kerbals jetpackst im Eva-Mode. Das ändert sehr viel von den Flugeigenschaften. Ja. So, wir verlängern das ein bisschen, weil es sind eh für meinen Geschmack sehr wenig Delta V. Das macht mich nicht glücklich. Und nicht Chirolox. Wir wollen Liquid Hydrogen Oxidizer. Mal gucken, wie viel dabei rumkommt. So, dann sind wir bei... Irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind noch Fehlinformationen drin. Ja, 1721 klingt sehr viel wahrscheinlicher. Okay. So, dann haben wir hier nämlich wieder ein bisschen Platz gewonnen. Wir können das ganze Spiel ein bisschen entspannen. So sieht das schon ganz anders aus.
baue doch die Solarpaneele unter die Relaysets. Das Problem ist, dass Solarpaneele diese unangenehme Eigenschaft haben, sich auszurichten. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass genau das hier passiert. Dass die dann nämlich, wenn die sich querstellen, cutten die in die... wenn auch nur ganz knapp, aber sie cutten in die Satelliten rein. Hier kann man es ein bisschen sehen. Wenn sie in so eine Yaw-Querstellung gehen. Das heißt, mit jeder Drehung klippen die da durch. Und ihr wisst, ich versuche im Regelfall solche Szenarien zu vermeiden. Und hier kann ich die ganz gut vermeiden, indem ich halt einfach sage, hey, guck mal, ich kann hier sauber ausmessen, wie viel Abstand ich zu dem Triebwerk habe. Und der kann dann nach dieser Einstellung ganz hervorragend funktionieren. So ist das, glaube ich, relativ stressfrei. So. Damit haben wir 4 Satelliten, die wir anlanden können. Und wir haben 4 Relay-Satelliten, also wirkliche Relay-Satelliten nochmal. Die prinzipiell, glaube ich, eine gute Maßnahme sind, die wir auch diesmal in einem sehr hohen Orbit aussetzen werden. Um sicherzugehen, dass wir eine halbwegs vernünftige Abdeckung hinbekommen. Aber so einen hohen Orbit können wir die gar nicht machen. Damit die Freunde noch Bodenkontakt halten können. Was hatten wir gesagt? Die kleine Dödelantenne da. Die habe ich auch nochmal runterskaliert, ne? Die hat 500 Kilometer. So. Die habe ich nochmal ein bisschen runterskaliert, meine ich. 60%. Also 250 Kilometer. Vielleicht auf 300 Kilometer mit schlechtem Empfang. Vielleicht auch 500 Kilometer mit schlechtem Empfang. Das muss man der Fans aber sagen. Mr. Miles, vielen lieben Dank für den 28. Monat in Folge. Grüße. Dankeschön. Und einen schönen guten Abend auch dir. So versetzt, dass wir unter den Relaysets sind. Ja, ja, wie gesagt, ich brauche eh mehr Sprit, damit können wir das ganz entspannt bauen. Dann ist das alles ein bisschen entzerrter und wir haben nicht beim Decoupeln irgendwelchen Stress. Ich glaube, so funktioniert das ganz gut. Und wir kriegen ja dann, dadurch, dass wir nach Eve fliegen, auch wirklich viel... Das macht mir ein bisschen Sorgen. Zahlen so korrekt. Ich befürchte, da sind sie nämlich nicht. Hier steht nur 823. Ich weiß nicht, wo es hernimmt. Also, wir werden... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir werden uns mit diesem Raketchen... Immerhin 60 Tonnen bald. Wir werden mit diesem Raketchen nach Eve schleichen. So. Wenn wir sagen, wir haben das komplett alles vor Ort zum Manövrieren, ist das ja prinzipiell auch alles gar nicht so schlimm. Wir müssen dann halt nur gucken, dass wir die Dinger relativ zeitig loswerden. Die sind halt ein Problem. Die sind halt ein Problem. Gewichtstechnisch. Und was mich ein bisschen nervt, ist dieser Widerspruch. Ach, das könnt ihr gar nicht. Doch, das könnt ihr fast noch sehen. Wartet mal, die kann man verschieben auch. Das hat sich wieder zurückgestellt. La la la. Settings. Ich guck mal kurz. Das wäre für euch auch mal irgendwie interessant. Das hatte ich früher auch umgestellt, aber durch das Updaten hat sich das rausgezogen. So, guck mal.
Schon kann man lesen, was da steht. Verrücktes Konzept. So. Hier steht nämlich was anderes als da. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dummerweise glaube ich dem hier mehr als dem. Und wir shedden ja auch noch Gewicht. Also das ist so, die Dinger kommen weg, die Dinger kommen auch irgendwann weg, dann ist das Ding hier aber auch schon wieder egal. Und ehrlich gesagt ist das Ding sowieso egal, sobald es uns halbwegs in die Umlaufbahn injected hat. Es wäre halt cool, wenn wir es in den Orbit runter schaffen. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Also aus einem Vorbeiflug von Eve in den Orbit zu kommen. 80, um in einen hochelliptischen zu gehen und 1330, um in einen 100 Kilometer Orbit zu gehen. So, wenn ich von den 1700 ausgehe, ist alles safe. Wenn ich von 823 ausgehe, mittelgut. Mittelgut. Nee, auf die Seite lehnen deswegen, weil ich habe hier meine... Ich hatte hier meine Flasche stehen. Die steht vor meinem OBS irgendwie rum. Ich habe genau die Stelle, wo ich auf dem OBS sehe, wo dieses Fenster gerade ist, war von der Flasche verdeckt. Deshalb habe ich mich so blöd zur Seite gelehnt, weil ich habe da irgendwie dran vorbeigeguckt. Ich hätte natürlich auch einfach die Flasche zur Seite stellen können. Das muss man der Fairness halber sagen. Da hast du nicht komplett Unrecht mit. Aber ich habe mich lieber zur Seite gelehnt, weil... Das macht man ja so, auch beim Mario Kart spielen oder sowas. Ja, da habe ich ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Ob das so passt. So, was würde uns schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls würden wir nicht in einen 100 Kilometer Orbit runterkommen. So. Wir wissen, dass die einzelne Landeprobe 1000 und ein bisschen Delta V hat. Das heißt, das reicht auch locker, um uns abzubremsen. Die kleinen Funkprobes setzen wir sowieso vorher aus. Ich sehe es als ein kalkuliertes Risiko, weil was auf jeden Fall funktioniert. Also, gehen wir mal vom Worst Case aus. Wir gehen jetzt mal von 823 Delta V aus. Dann brauche ich... Ich schieße mich in einen Vorbeiflug an Eve vorbei. So, das mache ich aus... Da kommt die Rakete noch für. Das machen wir direkt aus dem Kerbin-Orbit raus. Dann beginnt dieses Ding da zu floaten und kommt an. 80 Delta V habe ich auf jeden Fall. Bleiben mir übrig über den Daumen 57 Delta V. Dann bin ich in einem hochelliptischen Orbit. So, aber ich bin erstmal in einem Orbit. Dann beginne ich mich runter zu bremsen und statt den 1330 Delta V, die ich habe, also Meter pro Sekunde Delta V, habe ich nur 750 Watt. Jetzt auch wieder sehr großzügig gerundet diesmal, was ungefähr die Hälfte ist. Das heißt, mir fehlen dann nochmal 700 Delta V, um einzubremsen in einen kompletten 100 Kilometer Orbit. Oh, jetzt hört ihr das? Hier fängt es gerade richtig an zu regnen. Naja, was soll schon passieren? Dafür hat das Haus ja ein Dach. So, die großen Satelliten haben auf jeden Fall genug Delta V, um das auszugleichen und zu kompensieren, wenn wir es brauchen. Und die kleinen Teile sollten das eigentlich auch haben, weil sie nicht viel Eigengewicht haben. Ich habe die jetzt leider nicht geprüft, aber so kritisch sind die nicht und ich denke... So ihre, ich sag mal, 700, 800 Delta V haben die auf jeden Fall. Auf Vakuum ist eigentlich umgestellt, ja. Hatte ich vorhin schon mal geprüft. Ist es bei dir auch windig? Ja. Hier zieht halt schon wieder das nächste, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ein Orkantief ist oder sowas, das nächste Ding rüber. Oder wie wir es in Norddeutschland nennen, ein ganz normales Wochenende. Ja, ja, ja. So ist das manchmal. Okay. Ich glaube, wir nehmen das so. Rolf Roller, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß mit deinen Curly-Modes. So, jetzt müssen wir den ganzen Spaß natürlich nur noch in ein Fairing packen. Das eine adäquate Größe aufweist. Also, wir werden auf jeden Fall 2,5 Meter Decoupler ansetzen. So, und jetzt ist die Frage, reicht uns ein 2,5er Fairing dafür? Ich
glaube nicht, dass ich das weit genug auseinander kriege. Nope. 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 It's a Super Mario Time. Ja, das ist ein 375er. Natürlich. Achso, bevor wir das bauen, sollten wir hier noch ein bisschen rum Autostrutten. Autostrut Heaviest Part. Scheint ganz schön zu schütten. Ja, also man muss der Akustik halber sagen, ich habe halt direkt da und da jeweils so in. Da drüben ist es 1,5 Meter, da sind es vielleicht so maximal 2 Meter, wenn überhaupt. PS, ich bin nicht gut in Entfernung schätzen, aber ich glaube, das passt ungefähr. Habe ich halt 2 Dachfenster. Das sorgt natürlich dafür, dass die Regenakustik eventuell auch ordentlich rüberkommt. Weil da natürlich der Regen jetzt direkt drauf plattert. So. Autostrat. Gut. Ich glaube, so können wir es halbwegs einpacken. Swiften, Tranquility Base hier. The Eagle has landed. Ein bisschen weniger sogar, ne? Mikas, vielen Dank. Für 6 Monate. Neo, du bist ein Kasper, Neo. So. Das ist also unsere Nutzlast, für die wir jetzt eine adäquat große Rakete brauchen. Also, rausschießen nach... Kommt eher wie Hagel als wie Regen rüber. Ich weiß es nicht. Es ist zappenduster draußen. Vielleicht ist es auch Hagel mit dabei. Ich weiß es nicht. Es liegt nichts Weißes auf dem Fenster. So viel kann ich nur sagen. Also, wir brauchen ungefähr 950... 1050... Ja, also sagen wir mal mit Pilotenfehler ungefähr 1100 Delta V. Das wird die Pusher-Stage, die uns wirklich rausbringt in Richtung... Eve. Das wäre so der Plan. Mal gucken, ob das funktioniert. Meine persönliche Präferenz wäre hier, glaube ich, ein Pudel. Aber ich befürchte, er ist nicht leistungsstark genug, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie viel dabei rumkommt. Tranquility Base hier. The Eagle has landed. 009er Trust Weight, das machen wir mal lieber nicht. Aber die Delta-V-Zahlen sahen schon mal gar nicht schlecht aus. So, dann müssen wir mal gucken, reicht uns ein Skipper leistungsmäßig. 0,22. Wir kommen der Sache langsam. Du wohnst offenbar entweder nahe Niederlande oder im Norden Deutschlands. Das ist kein Geheimnis, Pandora. Ich wohne in Schleswig-Holstein, also so ziemlich im Norden. Das ist vollkommen korrekt. Ob jetzt eine Wetterfront bla Dingsbums gezeigt wird, das weiß ich nicht, aber du hast insofern nicht unrecht. So. Zack. 1029 bei 0,5er Trust Weight. Das fände ich ganz gut. Warum nehme ich so eine hohe Trust Weight? Wir können jetzt sagen, ey, du bist im Orbit, du arbeitest du kannst mit relativ wenig Trust-Weight-Ratio arbeiten. Ja, aber was ich machen möchte, ist nachher ein Manöver zu planen, indem ich einen relativ exakten Burn auf der Periapsis meiner Kerbin-Umlaufbahn mache, um mich direkt von dort in den Eve-Vorbeiflug zu injecten. So, damit ich jetzt nicht einen Großteil meiner Energie dagegen verschwende, gegen die Schwerkraft von Kerbin anzukämpfen, weil ich schon wieder am Wegfliegen bin, versuche ich halt, relativ viel Trust-Weight-Ratio mit reinzunehmen, damit ich ordentlich Druck auf diese Rakete bekomme. So, das ist die Idee dahinter. Jetzt fehlen mir natürlich irgendwie 1029. Jetzt fehlen mir hier natürlich irgendwie so ein bisschen... Ich hatte 1100 gesagt, hätte ich gerne. 1029 habe ich. 950... Plus 90. Je mehr ich das rechne... Also es sind 1040. 1040 und da sind schon ein paar Puffer mit drin. Ich fliege mit Oberth Effect
sollte eigentlich auch noch ein bisschen was einsparen, aber das wäre schon, oh, das ist mir ehrlich gesagt zu knapp gestrickt. Oh, ich noch irgendwas Kleines, Tankmäßiges, was ich da dazwischen hängen kann. Einen kompletten Tank will ich nicht. Das ist mir eigentlich auch schon wieder zu viel. Taffchen und Prof. Exa, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten und viel Spaß beim Zugucken. Was machen wir denn jetzt vor lauter Elend? Das wird die Aerodynamik sicherlich massiv verbessern. Machen aufblasbare LFO-Tanks daran. Was tatsächlich erschreckend gut funktioniert. Aber irgendwie macht es mich auch wieder nicht glücklich. Ich habe doch hier irgendwo noch so lustige Baguette-Tanks oder so. Sind die oben? Sind die unten? Scheinbar unten. Der Baguette External Tank. Baguette, versuch dich mal. An was duckt er denn da an? Snr. Ja gut, das bringt jetzt irgendwie so gar nichts. Eigentlich brauche ich einfach ein Triebwerk, was ein bisschen effizienter ist, dann klappt das auch. Ich hätte gerne die gleiche Leistung bei besserer Effizienz. So, das Ding hat 1379 Kilonewton bei einer Vakuumeffizienz von 310. Das Ding hier hat 1500. 1000. 315, 4 Tonnen. Okay, du hast eine etwas höhere Effizienz. Ah, snap. Warte mal. Ich glaube, ich habe meine Lösung gefunden. Ich mache einfach mal das Fairing auf, bevor wir irgendwo hinfliegen. Was haltet ihr davon? Dann können wir nämlich schön gemütlich mit dem Mainsail durch die Gegend steppen. Wait. So, 1109. Ist das noch good enough? 0,35. Schwierig. Ich glaube, ich bleibe beim Mainsail. Ich will den Druck einfach haben, ne? Also das wäre unsere Ejection dann. ...1040 brauchen wir, 1076 sind angezeigt. Ich denke, das ist okay. Plus Oberf-Effekt sind wir, glaube ich, ganz gut bedient, hoffe ich zumindest. Okay, also das müssen wir in den Orbit bringen. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie 4000 Delta V drunter schrauben. Ohne uns ernsthaft zu verletzen und ohne, dass es eine Milliarde kostet. Beides wird, glaube ich, eine interessante Herausforderung. So, wie machen wir daraus eine Upper Stage, die funktioniert?
So, das wäre unser Upper Stage mit. Ich glaube, wir kommen um Mainstream nicht drum rum, oder? Achso, was mir gerade auffällt ist. Ich rechne die ganze Zeit mit E-Pferden. ...478 ist halt auch nix, ne? Okay, das ist aber nicht so wild, weil wir... Also hier ändert sich an den Delta-V-Werten nix. Das einzige, was sich ändert, ist die Thrust-Weight-Ratio. Ist aber immer noch okay, wenn sie hoch ist. Hier eine Engine Plate. Eine Engine Plate in der Größe haben wir. Vielleicht muss ich dieses Verkleinern gar nicht machen, sondern wir bleiben auf dem Größenformat. Weiß. So. Zack. Dann nehmen wir nämlich einen großen Stack Separator. Medium longish. So. Ach Gottchen. Nee, das glaube ich, baue ich lieber aus Einzelteilen. Okay, also. Ich denke, wir werden hier gerechtfertigterweise einen ordentlichen Brummer ansetzen. So, der hat dann aber auch auf Sea Level nur knapp positive Thrust Weight Ratio. Mainsail. Könnte man schon so machen, dass die gleichzeitig zünden, ne? Sparen wir uns eine Stage. So. Ein bisschen schwach das Triebwerk. Ja, das soll nicht alleine bleiben. Alles gut. Da kommt noch gleich ein bisschen was dazu. Ich trenne damit nie, weil irgendwie habe ich es mal verkackt. Das hat mich traumatisiert und seitdem mache ich immer Separator und Engine Plate. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wie die Engine Plates funktionieren, ist es quasi so, dass man dann das Ding fallen lässt, diesen Skirt. Aber ich traue dem Frieden halt einfach nicht. Ich traue dem Frieden nicht, tut mir leid. Das ist so... Ist ein bisschen doppelt genäht bei mir. Aber... Einmal geschädigt, nie wieder von erholt. So. Das wird auf jeden Fall eine Monsterrakete. Ich hoffe, ich komme hier überall in den Limits klar. Bauteillimit ist nicht mehr so weit entfernt. Wir haben noch knapp 60 Parts. Okay. Der Rest haben wir keine Limits mehr. Genau. Also Gando, wie du siehst, technisch Prinzip verstanden, aber it's a trust issue. Was ist der Unterschied zwischen diesen und diesen? Diese Decoupler, die kappeln einfach. Also das ist, die bleiben im Prinzip am unteren Bauteil, wenn du so willst, hängen. Während diese Stack Separator,
die lösen sich zwischen denen. Das ist so. Kennst du dieses Bild von der Saturn, wo sie dieser Engine Skirt mit abfällt? Also diese dieses Ummantelungszwischending? Das machen im Prinzip die TS. So, das ist der Unterschied so ein bisschen. Also die kappeln, das siehst du auch hier an diesen Pfeilen. Während die TS in beide Richtungen die kappeln, also in Richtung der Pfeile wird abgesprengt, die kappelt der TD, hat den Pfeil immer nur in eine Richtung, sprengt also sich, also die Richtung, wo der Pfeil zeigt, so löst er sich. Also der würde sich jetzt bop, so lösen bop, und das untere würde wegfallen und oben fliegst du weiter. Der hier löst sich im Prinzip in beide Richtungen. Also löst sich von oben und unten, wird zu einem eigenen Bauteil. So, SAS-Fähigkeit von dem Hobel. Ich glaube nicht, dass dieser Hobel irgendwas SAS ist. Also dieser Hobel hat, solange er gekoppelt ist, 4 SAS hier, 4 SAS hier und nochmal ein SAS hier. Das heißt, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das gedreht bekommen. Solange wir im Orbit sind. Ich werde dann auf dich zurückkommen, Bastel, wenn es schief geht. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass das hinhaut. Moment, weil wir relativ viele SAS-Systeme mitschleppen. So, jetzt ist die große Frage, was machen wir hier draus? Hier draus machen wir zack, 1478 Delta V. So. Strukturwall. Die Kappler. So, ich würde, glaube ich, mit Flüssigboostern arbeiten in dem Falle. Oder arbeite ich mit Feststoffboostern? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wenn wir da 1400 Delta V haben. Ja gut, also die Kabler brauchen wir auf jeden Fall. So. Jetzt schauen wir mal. Wie viel kriegen wir aus 4 von den Dingern rausgepackt? Das sind ja schon ganz schöne Brecher. So. Und jetzt machen wir nämlich noch Folgendes für den Anfang. Zack. Zu groß. Das wird die quasi noch nutzen, um mitzufeeden. Dass wir das mittlere Triebwerk quasi aus den Außentanks bedienen, solange wir es mitlaufen lassen. Zack. So. Zack. Zack. Dann sind wir aber nur in Anführungsstrichen bei 2400. Dem Frieden traue ich noch nicht. Ist zu wenig, Leute. Da fehlen knapp 1000 Delta V. Die kriege ich auch nicht durch gut Fliegen rausgekratzt. Not sure, ob es die richtige Antwort ist.
gehen würde es. Das, sogar das geht noch. Ja, kommen wir der Sache langsam näher. So, dann sind wir bei 3500. Das wäre jetzt so... Holy shit. Das wäre die... Nee, nee, das nächste EVE-Startfenster, das ist eine Vorbereitung. Das nächste EVE-Startfenster ist noch 420 Tage raus. Ich bereite das nur schon mal vor, weil ich denke, dass das auf jeden Fall elementar ist. Dass wir das hinbekommen. So, das wären unsere Booster. Holy shit. Ich habe auch ein bisschen Angst vorm Anti-Coupling, ehrlich gesagt, gar nur. Das sind jetzt 8 Stück. Vielleicht machen wir das ein bisschen anders. Ups. So nicht. Bisschen anders, passt auf. Also Separatrons auf jeden Fall. Aber ich würde sogar eine Sache noch mal ein bisschen anders machen. Passt auf. Wir machen eine Viererverteilung, aber zweimal. Damit wir die in zwei Wellen abwerfen können. Weil sonst habe ich da echt Schiss vor. So, jetzt bauen wir erstmal die Separatrons zum Abtrennen. Dass wir die sauber rausbekommen. Und dann machen wir halt quasi, wir brennen die Dinger komplett leer. Aber dann gibt es halt zwei kurze Stagings nacheinander, wo wir im Prinzip im 2-3 Sekunden-Takt hintereinander stagen. Wo einmal die ersten 4 weggehen und dann die nächsten 4 weggehen. Damit wir clear sind und uns das nicht irgendwie unten in die Hauptrakete reinpacken. Da hätte ich nämlich große, große Bedenken. Zack. So ein Shit hier unten. Ganz, ganz weit unten. Ne? Ich würde es gern sehen können. Das wäre richtig gut. Ist ja auch sehr gut versteckt, muss ich sagen. Ein Separatron. Und zwei Separatronen. So, dann haben die einen kurzen knackigen Schub, bevor die rausgehen. Also, wenn wir die jetzt nämlich decoupeln, so, bla 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 bla, 4 und 4, ich hoffe, jetzt wird Staging wird langsam ein bisschen kompliziert. So, 4 und 4 ist das hier. So, das ist unsere erste Zündung. Dann kommt das und das alles gleichzeitig. Oh shit. Das wird richtig schlimm zu fliegen, Leute. Auf die Rakete freue ich mich schon sowas von gar nicht. Die wird der blanke Horror. Der blanke Horror. So, dann das hier. Ist das Fairing? Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich irgendein Engine Skirt. Das gehört hier mit rein. Können wir alles gleichzeitig machen? So. Kannst du das Staging automatisch machen? Agrasso, nee, den habe ich nicht mit drin und ich, sagen wir einfach, ich bin noch nicht mal gut mit Action Groups. Ich bin ein hochmanueller Raketenbetreiber. So, jetzt machen wir das nochmal mit 4 weiteren, indem ich sie kopiere. Ja, vorher wählen wir mal das richtige Tooling aus. Zack. So, und jetzt muss ich die sauber reinsetzen dazwischen in die Lücke. Das müsste aber dank dem Snapping ganz gut funktionieren. Und jetzt haben wir, wenn alles gut gelaufen ist,
völlig kaputtes Staging. Hey, ich freue mich so. So, nochmal. Das sind die Booster an sich. Und mein Triebwerk. So. Das sind die anderen großen Booster an sich. Auch die dürfen hier gerne angehen. Yes. So, dann haben wir am Boden schon mal einen Sea-Level-Schub von 1,49, was relativ cool ist. So. Ja, schönen guten Abend, Osna Jule. Schön, dass du es mal schaffst. Und ja, herzlich willkommen beim Stream. So, jetzt haben wir am Start ausreichend Delta Faust, dass man arbeiten kann. Insgesamt würde ich sagen, genug Delta Faust. Jetzt muss man nur gucken, dass die richtigen Sachen miteinander kombiniert sind. Also es sind diese Booster. Zack. Das heißt, wir sollten hier auch weiter oben das gleiche sehen. Ja, und es sind auch ihre... Ja. Ja. Oh, es können eigentlich nur noch die sein. Ja. Okay, das passt. Speichern. Wichtiger Punkt. Speichern. Sowas von overwriten. Okay, Leute. So sieht das gar nicht schlecht aus. Und wir sind noch satte zwei Parts unterm Part-Limit. Eieieiei. Das Staging wird auf jeden Fall interessant. Aber was soll schon passieren bei 408.000? Ich bin überrascht, wie preiswert sie trotz allem noch ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Wo ich ein bisschen Pipi in den Augen tatsächlich habe, ist unsere Aerodynamik, wenn wir die Booster absprengen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Also, wir werden fliegen 1134 Meter pro Sekunde. Dann können wir ein bisschen Schub rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Also, wir können relativ bald nach dem Start sogar Schub rausnehmen. Geplant ist, dass wir quasi aus den Dingern, die haben ja jetzt alle eine Fuel-Leitung nach innen, den Sprit erstmal rausziehen. Also die Dinger müssen auf jeden Fall leer laufen. So lange benutzen wir das Triebwerk auf jeden Fall in der Mitte mit. Und dann können wir das Triebwerk in der Mitte wahrscheinlich runterregeln. So, meine Befürchtung, die ich jetzt gerade so ein bisschen habe, ist, wenn wir dann 1134 Meter pro Sekunde... Wenn wir 1134 Meter pro Sekunde haben, plus ein bisschen Triebwerk mit rein, bla bla bla. Da sind wir knapp durch den Gravity Turn durch, glaube ich, wenn wir die Booster verlieren. Das heißt, wir werden noch in dichter Atmosphäre sein. Wir müssen irgendwas hinten machen mit Wingnetz. Wir kommen da nicht drum rum. Also erstens Glücksflossen und zweitens sowieso. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. In der Theorie sollte, wenn ich an einer Stelle sauber dazwischen bin, das hat nicht so gut funktioniert. Wenn ich an einer Stelle sauber dazwischen bin, diese Erinnerung nervt. Ich drücke jetzt mal drauf. Gando, vielen lieben Dank für den Resub im dritten Monat. Und natürlich auch dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Und außer Jule, vielen lieben Dank für deinen Sub. Und ganz viel Spaß mit den Kermit Mods. So, dann haben wir dazwischen nämlich Flügel. Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist wieder ein weiteres Teil, was kollidieren kann. Und wir sind jetzt am Partcount natürlich drüber. Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, wie wir das gelöst bekommen. Mit 4 müssten wir doch eigentlich auch dazwischen gehen können. Oder? Jetzt hat nur jedes zweite Fenster einer drin. Ja, das war nur noch ein Part drüber, oder? Zwei Parts drüber.
Zwei Parts drüber kriege ich aber irgendwie gefixt. Wie kriege ich zwei Parts drüber gefixt? Irgendeinen Unsinn abbauen. Ich habe bestimmt irgendwelchen Unsinn verbaut. So, genau. Die Bugnase hatte ich eh nur als Placeholder drauf. Das ist schon mal ein Part. So, jetzt müssen wir noch ein dummes Ding wegoptimieren. Dann lübt das hier. Wo habe ich ein dummes Ding dazwischen? Im Prinzip könnte ich ohne diesen Decoupler fliegen, aber... aber glaube, ist eine schlimme Sache. Aber ich glaube, es ist eine richtig schlimme Sache. So. Eins, zwei. War nicht gut. Ah, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir brauchen gar nicht. Animal Crossfeed. Wir brauchen die Schläuche nicht. Ain't nobody needs them. Jetzt muss ich sie nur noch abgebaut bekommen. Ohne alles andere kaputt zu machen. Wir brauchen die Schläuche nicht, die blöden. Wir können das über Crossfeeden machen. Das hilft uns schon mal ein Stück weit weiter. Dann können wir hier nämlich wieder gemütlich auf 8 Wingnets hochgehen. Glücksflossen sind unheimlich wichtig. Lauchspiel, vielen Dank für den Resub im 7. Monat. So, und 8 Flossen sind auf jeden Fall doppelt so viel Glück wie 4 Flossen. So, dann haben wir noch 3 frei sogar. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, dass das hier alles sauber gestruttet ist. Ich hätte voll Bock, diese Rakete jetzt zu fliegen, ne? Aber es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh, Leute. Ärgerlich. Es ist einfach noch zu früh. Also, rein theoretisch explodieren wir nicht, wenn wir das Ding jetzt rausstellen. Was jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen natürlich dieses ganze Startrampenkonstrukt. Wie geht? Da habe ich natürlich auch nicht gut mitgerechnet, ne? Vielleicht müssen wir doch 4 Glücksflossen nehmen. Weil wegen Start-Launch-Stabilitäts-Enhancer. If you know what I mean. Oh, die sollten wir auch relativ schnell clearen mit dem Riesenteil hier. Reicht uns das, wenn wir den an 4 Stellen festhalten? Auf die Booster stellen. Ah! Oh Gott. Das ist kein Mod, das Autostrutten. Du musst in den Settings, in den Game Settings, musst du Advanced Tweakables oder erweiterte Einstellungsoptionen einschalten. Dann kriegst du die Autostruts. Sobald du die Struts freigeschaltet hast, dann kommen die erst. Aber das ist überhaupt kein Mod, das ist eine Vanilla-Funktionalität. Ich sehe das auch auf so vielen Ebenen explodieren. Aber hey, was soll's? Die halbe Million. Leute, zack, zack. Zack, 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 zack.
Die sollte auch ohne Stützen stehen können. Ja, das Problem ist, das Gewicht ist tatsächlich sehr hoch und das Launchpad reagiert manchmal auf so Physics-Load-Sachen nicht ganz so gut. Er ist auch wirklich mutig, da unten zu stehen ohne Helm. Sein Pinbrett zu lesen. So. Das passt. Drei Teile unterm Parts Limit. Eieiei. So, jetzt gucken wir nochmal. Zack, zack, zack. 1200. Wenn ich das richtig sehe. 1200 ein bisschen. 2000, 2800, 2900, knappe 3000. Ah, ist alles ein bisschen knapp, ne? Ist alles ein bisschen knapp. Aber das ist jetzt bedingt durch. Ich muss noch meine Fuel Priority umstellen, glaube ich. So, was habt ihr? Flow Priority 60. Ihr da drin habt 20. Wie wird das niedriger kommt zuerst, ne? 20, 20, 10. Oder kommt höher zuerst? Hoch nach tief. Das ist 60 ja eigentlich okay. Ich glaube, was er jetzt halt nicht versteht, ist, dass ich das Triebwerk ausmache, wenn die Dinger leer gezogen sind, dass das eigentlich mit dem Decoupling einhergeht. Deshalb sehen die Fuel-Berechnungswerte jetzt irgendwie anders aus, glaube ich. Okay, aber er crossfeedet. Das ist gut. Crossfeedet das alles sauber an das Triebwerk ran. So. Ich denke. Ich denke, das können wir so machen. Okido. Fuel Flow Overlay aus. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier eine Rakete für 409.000, mit der wir dann unseren neuen IFA-Anlauf machen können. Die speichern wir jetzt, wie gesagt. Und dann gucken wir mal, dass wir was vorbereiten, um ein bisschen Kohle noch zu verdienen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was sagt eigentlich die Uhr, was als nächstes kommt? 173 Tage, bis das Science Lab wieder voll ist. Ich meine, wir sind aber auch irgendwie... Irgendwas hatten wir doch mit der Raumstation. Wir wollten noch was zur Raumstation liefern, meine ich, oder? Tanks oder so? Irgendwas war... Leaf. Wir haben doch... Wir sind doch mit unserem Tankraumschiff zurückgeflogen, oder? Wir sind doch mit unserem Tankraumschiff zurückgeflogen. Das müsste im Moment im Kerbin Orbit Schrägstrich in der Nähe der Station rumhängen. Oh, habe ich das vergessen? Ich glaube, wir müssen noch ein Docking machen. Schauen wir mal. Und ich meine, wir brauchten noch Tanks. Fuel Transporter Ship. Suborbital Trajectory gefällt mir irgendwie gar nicht. Wo sitzt hier wer drin? Fuel Transporter ist der. Okay. Ah, wir haben das Thema Khmer noch vor uns, wenn ich das richtig sehe, oder? Okay, da müssen wir jetzt mal reinspringen. Ich glaube, wir müssen noch die Raumstation abfangen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, wir sind nur in ein Encounter gegangen. Irgendwas war da. Naja, und wir mussten auf jeden Fall noch Tanks an der Khmer anbringen. Und wollten Tanks mitnehmen in Richtung
in Richtung Minmus. So, genau, wir hatten Encounter. So, jetzt war aber das Problem, dass hier unser Angleich recht länglich dauerte, richtig? Mit Manöver. Obwohl, kann ich das eigentlich auch so angucken. So, Life Support sieht erstmal gut aus. Machen wir aus. Kriegen wir den reingebremst in einem Schwung? Ich glaube nämlich nicht. Das war nämlich so ein bisschen das Problem. Estimated Burn. 4 Minuten und ein bisschen. Könnte klappen, der Burn, ne? Noch ein bisschen Zeit. Mal gucken. Wir probieren uns einfach mal ran zu bremsen, hätte ich gesagt. Wie viel haben wir noch drin in den Tanks? Ja, ist noch okay. So, dann haben wir jetzt nämlich gleich das ist KSC. Wir machen das tatsächlich über der Heimat. So, dann hoffe ich mal, dass wir das sauber hinbekommen. Halbwegs sauber zumindest. Sehr lange vorher, ne? So, 75 Kilometer, die müsste hier irgendwo schon... zu erkennen sein. Ich sehe sie aber noch nicht. Da unten ist sie. Da. Da kommt sie. Target-Anzeige rechts neben dem Nuffball. Das ist, entweder nimmst du Better Burn Time oder auch da musst du in den Settings nochmal die Advanced Burn irgendwas, frag mich nicht, wie es heißt. Das heißt, ist auch so ein Setting. Extended Burn Indicator musst du einschalten. Das ist alles, ich weiß auch ganz ehrlich nicht, warum sie diese Features nicht per Default einschalten. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Weil das sind wirklich angenehme Quality-of-Life-Features, die sie da ins Vanilla-Game eingebaut haben. Also da gibt es eine verbesserte Variante und das, was ich hier benutze, was du bei mir hier siehst, also das hier unten, wenn du das meinst, das ist Better Burn Time und Mod. Wobei aber, wie gesagt, auch eine verbesserte Anzeige seitdem drin ist, die du da einschalten musst. Es kann sein, wenn du frisch installiert hast, dass du dann eventuell nachbessern musst. So, wir nähern uns langsam an. Ich denke, wir werden ein bisschen Abstand haben nachher. Ja, dadurch, dass wir so eine komische langsame Bremsung machen. Aber es ist besser, als dran vorbeizukacheln. So, besonders viel Fuel haben wir dann diesmal nicht angebracht, weil ich nicht vollgetankt habe und weil ich auch nicht so gut geflogen bin. Aber ich denke, wir können so knappe... Was würde ich sagen? Ich sagen so knappe 600 Meter pro Sekunde an Sprit hier abladen. Also nicht übermäßig viel, aber
Genau, mit Mühnaufgang und Minmus-Aufgang da hinten. Das müsste Minmus sein. Oder Joel, aber ich glaube, es ist eher Minmus. Gucken wir auf der Karte. Nee, es ist nicht Minmus. Dann ist es tatsächlich Joel da hinten irgendwo. Wo ist das hin? Ja, guck mal, da hinten wäre Joel. Kommt tatsächlich hin. Joel ist am Nachthimmel zu sehen. So. Wir haben gleich unsere Geschwindigkeit angeglichen. Und dann werden wir einmal Show Target Burn. Ganz gemütlich. So, dann werden wir das gleich einmal nochmal runterbremsen. Ja, oder es voll tanken. Das Problem ist ja eher, wir haben es nicht voll getankt, weil mir die Kapazitäten für das Speichern an der Tankstation noch fehlen. Also ich muss halt ein paar Tanks mitnehmen. Ein paar aufblasbare, die wir dann noch anbauen können. Wenn wir jetzt gleich das nächste Mal rüberfliegen. Also, ja. Ja, ja. Da geht sicherlich noch was. So, wir machen jetzt hier gleich erstmal. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Tank dran. Das heißt, wir können eventuell sogar was umfüllen. Da ein bisschen das Ziel hinausgeschossen. So. So, dann schauen wir mal, dass wir sagen, wir würden gerne von hier Achso, siehst du? Guter Punkt. Wir müssen den Dockingport natürlich irgendwie auch mal öffnen, damit man ihn anfliegen kann. So, na, mal gucken, ob wir das noch schaffen, bevor es arg finster wird. Ja, früher ist verschoben worden. Das wurde schon gesagt, dass es definitiv nicht früher wird. Alles Weitere wird man sehen. Glaube ich, auch ein bisschen was mitgenommen, ne? Start Data, ja. Sehr gut. Rundum anleuchten, ja, genau. Warte. So.
rotiert er auch noch ganz nett. So, kann ich mal unser Naskin ein bisschen in Position bringen. Was auf jeden Fall noch fehlt, ist so, Höhe wird langsam. Ein bisschen seitlich müssen wir noch arbeiten. Ich glaube, ich habe kurz angesetzt, aber ein Dock war es noch nicht. Ja, da ist er. So, wir sind gedockt. Und jetzt können wir gleich mal unseren ganzen Sprit hin und her pumpen. Vorher machen wir aber mal die ganze Stored Data hier ins Labor rein. Dann haben die nämlich auch ein bisschen mehr. Ja, immerhin schon 727. Das sollte auch nochmal helfen. Oh, guck mal, hier können wir auch noch wieder nachstopfen. Na, immerhin. 500 Science haben sie schon wieder. Ich würde sagen, ich übertrage die jetzt mal raus. Ja, das war nicht, was ich wollte. Nein. Schon zwei Science wollte ich machen. So. So, ja, wir können die Lampe ausmachen, ne? So, dann haben wir die Science nämlich draußen und können den Alarm hier austauschen gegen einen frischen. Support haben. So, wie geht's denen hier? Supplies sind da, das passt. App ist da. Ich schaue lieber die Streams als selbst zu spielen. Echt? Ist bei mir andersrum. Erwartungsgemäß. Ich bin immer noch eher jemand, der selber spielt. Aber es ist auch schön anzuschauen mittlerweile, muss ich auch wirklich sagen. Die letzten Jahre hat es so viel getan in der Modding-Community auch. Ich muss sagen, Restock hat auch unheimliche Sachen getan für das Spiel. Diese Wärmeisolierungsdinger und so. Echt gut. Wird's schnell dunkel. Sehr, sehr schnell. So, Science ist raus. Sehr schön. Dann machen wir einen neuen Science Alert. Zack, Target Science ist dann 2000. Und das ist in 167 Tagen. Alert. Yes, please. Also in 167 Tagen gibt es 2000 Science hier oben wieder zu farmen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Also, können wir von hier nach hier transferen? Das ist schon mal prinzipiell eine gute Sache. Das heißt, wir müssen hier jetzt erstmal gar keinen echten Tank anbauen. Sondern wir können die bestehenden Tanks erstmal nutzen und füllen. TM. So. Die große Frage ist jetzt so ein bisschen... Wie viel geben wir raus, ne? Ich mache jetzt eben mal oben die Kuppeltanks leer. Jetzt mal, ne, der noch nicht. Die zwei haben wir dann wahrscheinlich schon. Also drei dann jetzt. Right, dann ist es noch der da hinten. Zack.
Der da hinten. Nee. Wo ist der da hinten? Jetzt bin ich verwirrt. Ah. Echt, ist KSP zu teuer? Du solltest mal beim Steam Sale gucken. Die hauen KSP bei Steam Sales mittlerweile für 9 bis 10 Euro raus. Also, falls du gerade an die 40 Euro denkst, die da immer stehen normalerweise. Das hat sich in Steam Sales massiv geändert. Just saying. So, jetzt schauen wir mal. Wie viel trauen wir uns zu? Also ein bisschen was können wir noch rausnehmen, glaube ich. Den würde ich voll lassen auf jeden Fall, den Tank in der Mitte. Das ist unser... Das geht jetzt nicht, oder was? Das ging doch eben, oder? Wollte mich trollen? Eben ging's doch. Zeigt nur den Knopf an, macht er aber nicht. Na gut. Ist die Crossfeed angeschaltet? Ist enabled. Ist bestimmt wieder irgendwas dazwischen. Hier an den Ports vielleicht. Hier ist es an. Wer weiß. Okay, das heißt, ich krieg's jetzt eh gar nicht raustransferiert. So, ist das hier ein Construction Port? Bestimmt, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen ein Construction Gerät. Warte mal, haben wir hier... Wir haben so einen mit dabei. Und wir haben noch solche mit dabei. Ich wäre dafür, dass wir die erstmal jetzt den Sprit hier hinten abziehen, damit wir den Port frei bekommen. So, das heißt, unser Ingenieur muss mal arbeiten gehen, ob ihm das gefällt oder nicht. Genau, der muss jetzt nämlich ein bisschen was tun. Für sein Geld. Dann können wir da hinten nämlich abzapfen. Ich sehe, ich bin völlig unbesorgt, dass wir bis 21 Uhr die Zeit gefüllt bekommen. Zack, zack, zack. Du sollst nicht die Engine Plate grabben, du Vogel, du sollst das Ding da grabben. So, dankeschön. So. Dann können wir nämlich... Ach, vielleicht schaffe ich sogar, das Kabel direkt zu spannen, aber das glaube ich fast nicht. Auf welcher Seite ist das? Auf der anderen Seite. Wir können das ja mal probieren. Ich das so verlegt bekomme, aber ich glaube nicht, dass es hinhaut. Deshalb. Aber probieren geht in dem Fall tatsächlich über Studieren. Aber es ist same vessel, ne? Es ist same vessel. Hey Damon! Vielen lieben Dank für den Resub. Das Jahr ist voll. Und was habt ihr heute schon gemacht? Was steht noch an? Ein bisschen KSP gespielt. Guess what? Schön was gegessen mit meiner Frau. Und was bei mir noch ansteht, ist auf jeden Fall noch meine Tasche packen für morgen sehr zeitig früh. Da muss ich dann nämlich in Richtung Zug.
Dafür sollte ich noch meinen Kram gepackt haben. So, das sitzt. Dann können wir jetzt rüberfliegen. Es macht überhaupt keinen Sinn, diese Verbindung zu schaffen. Das geht ja nur bei getrennten Vessels. So. Genau, Aggresso, immer wenn du einen Link posten willst. Ich glaube, alles von clips.twitch.tv ist erlaubt. Ansonsten einmal kurz die Mods fragen mit einer kurzen Erklärung, was du posten magst. Und dann kriegst du normalerweise ein Permit. Bastel, ich fahre für ein paar Tage nach Nürnberg runter. Ah, shit, das wollte ich nicht machen. Ich wollte den Bohrer noch weglegen, sonst verschwindet er mir. Die Entfernung ist zu lang für den Schlauch, ja, und ein Schlauch ist auch für zwischen den Vessels. Deshalb will ich jetzt einmal abkoppeln. Ich dann auf den Weg machen, da drüben den Schlauch anzuschließen. Damon, da bist ja du. Ja, genau. Das ist dein Körbel, der hier ein bisschen arbeiten muss, ausnahmsweise mal. Kann ich immer noch faulenzen. So. Komisch. Aber wir steigen doch jetzt, oder? Ja. Ah, wir sind ein bisschen nah dran. Okay. Jetzt kommt er. Ist das die richtige Seite? Ja. Was macht ihr gerade? Ich entsorge oder ich hole da gerade ein bisschen Fuel hier hinten raus. Und dann wäre der nächste Schritt quasi hier hinten an den Construction Port das nächste Element anzubauen. Und da würde ich ein Tankelement mit direkten Undock-Slots machen. Also dass man quasi das Raumschiff dort entladen kann, wenn es Sprit anliefert. Aber jetzt machen wir erstmal hinten das Spritelement hier leer, damit wir es dann entsorgen können. Weil vorher tut sich da nicht so viel. So, wir haben jetzt zum Glück ein bisschen Licht mit dabei. Discovery, nominal Mako, Ohms 1 not required. Eventuell ist mir gerade mein Electric Charge ausgegangen. Das ist nicht so gut. Wir haben hier eine ganz leichte Generation von Strom drin. Jetzt gerade ist nicht so gut, weil ich nicht steuern kann. Wie lange dauert es noch, bis hell wird? Habe ich nicht gut drauf geachtet. Ich hätte das Live-Support ausschalten müssen. Ah, ist nicht mehr lange. Okay. Geht gleich wieder gut. Ist gleich wieder alles gut. Kurzen Moment noch. Ja, alles gut. Wir driften ja in die grob richtige Richtung. Und wir sind noch nicht auf Crashkurs. Jetzt kommt, glaube ich, gleich Strom rein. Da ist irgendwo El Sunshine. Ich sehe es schon rot leuchten. Na, da ist er. Zzzzt. Da kommt der Strom zurück. Sehr gut. Und schon können wir wieder arbeiten. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht so genau, was er hier mit mir tut.
Jetzt tut er wieder. Okay. Sehr schön. So. Kann man ihn als Target setzen? Nee. Aber ihn kann man als Target setzen. So. Ich hätte dich gerne da drauf gepointet. Dann können wir ihn als Referenz nehmen, wie wir uns gerade bewegen. Kann ich das ganz gut auf dem Navbar sehen. Oh, bisschen überdreht. Okay. Seitenbewegung ist gar nicht schlecht. Bisschen hoch. Leichte Vorwärtsbewegung ist okay. 16 Meter Abstand ist auch okay. Wir gehen jetzt noch ein bisschen ran, also wir lassen uns ein ganz bisschen driften. Das ist Slow Curve in Orbit gerade, ja. Ja, ja, ja. Ja, die Rakete hat auch Batterie. Knapp 4000, aber die war halt schon leer unterwegs hier so halb. Dann habe ich noch schön den Live-Support laufen lassen. So, Höhe passt. Ich gehe jetzt mal auf rechts, links 0. Höhe 0. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen reinbremsen, sobald wir nah genug sind. Und ich denke, das reicht jetzt auch langsam. So, ich denke, das ist good enough. Dann drehen wir ihn jetzt mit dem Arsch hin, dass er einmal bereit ist, anzudocken mit dem Schlauch. So, mein Junge, dann mach das mal fertig hier. Du brauchst auch kein Werkzeug. Was ist das für ein bunter Kasten da hinten drauf? Wenn du den Schlauch da meinst, das ist ein Tankschlauch. Falls du diesen gelben Kasten meinst, zu dem fliege ich jetzt auch gerade hin. Da kann man einen Schlauch abrollen, um ihn dann an diesen Adapterport da drüben anzuschließen. Damit wir Sprit hin und her transferieren können. Also ich habe jetzt hier quasi einen Schlauch, den rolle ich jetzt ab und stecke den dann da rein. Klack. So, und jetzt habe ich ein einwandfreies Gerät, um auf der rechten ist die Kmir, dann hätte ich das gerne in diese Richtung. Und wenn wir schon mal dabei sind, hätte ich gleich gerne noch Strom. Please. Wenn ich das irgendwie gerade nicht gut auf die Kette krieg. Mit meinem Strom. So. Detach Connector. Lock Connector. Ah, ist ja cool, dass man das von hier machen kann. Dann brauche ich ja demnächst gar nicht mehr den alten Ingenieur draußen rumschweben lassen. Der braucht das nur noch anschließen und kann wieder reingehen. Auch wieder gerade was gelernt. So, und jetzt nehme ich mal einmal gleich den Live Support ausmachen. Bin ich hier wahrscheinlich wieder, ja, positiv mit dem Strom. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir gucken mal, dass wir nicht in die Solarpaneele reindriften. Ich glaube, das wäre prinzipiell mal eine gute Maßnahme. So, und dann geht Damon gleich nochmal raus, holt sich sein Werkzeug, macht den Port ab und wir dekonstruieren den hinteren Part der Station, bevor wir dann wieder vorne andocken.
Und dann können wir nämlich im nächsten Stream diesen Tankknoten hier hinten fabrizieren und zur Station hochschießen. Dann ist nämlich alles vorbereitet. Let it go. Wow. So, das ist jetzt relativ einfach gemacht. Ist immer so schön, mit so vielen Referenzobjekten über einem Planeten unterwegs zu sein. Ich finde, da kommt so dieses Space-Rumdriften-Feeling richtig gut rüber dann. Oder hinten ist auch ein Gewitter. So, das brauchen wir noch. Den restlichen Scheiß können wir wegmachen. So, und dann müssten wir nämlich hier das kann auch noch weg. Sehr schön, haben wir jetzt hier einen freiliegenden Construction Port. Und an dem bauen wir das dann ein. Oder an ist das richtige Wort, glaube ich. Einklingt. Da bauen wir das dann ein, klingt sehr österreichisch und damit falsch. So. Das kann da rein, dann können wir das hier auch reinpacken. Ist close und ab an Bord. So, und dann fliegen wir jetzt zurück erstmal zum normalen Docking Port. So, dann müssen wir uns gleich nochmal angucken, wo der Sprit da so in unseren Tanktäschchen hingegangen ist. Und nochmal entscheiden, wie viel wir dann wirklich mitnehmen. Aber das Umpumpen wird eh erst ein Thema. Sobald wir sind jetzt bei 2251 Delta V. Ist gar nicht so schlecht. Zack, haben wir uns jetzt stabilisiert. Please. Ja. Okay. Dann Vorwärtsmarsch. Nach oben brauchen wir nicht. Eher so auf der Höhe bleiben. Bisschen darüber ist okay. Langsam annähern. So, dann können wir hier nämlich mal schauen. Da werden wir jetzt ein bisschen was oben wieder in den Domes drin haben. Ja. Sieht irgendwie nicht gelb genug aus. Ah, ich glaube, das war ein sehr unsubtiler Hinweis auf die Rundumleuchte. Arbeitet der Tanker nicht um Minmus herum? Ja, genau. Der Tanker an sich arbeitet um Minmus herum, aber ich werde diesmal keine Minmus-Tankstation machen, sondern ich mache eine orbitale Tankstation um Kerbin. Das heißt, der Sprit wird hierhin geliefert. Deshalb sind die auch gerade an Kerbin, um den Sprit hier abzuliefern. Aber was ich noch nicht habe an der Station, ist halt, hier hinten sind noch Segmente, die wir erweitern können. Da. Das haben wir aber noch nicht gemacht. Wir haben noch keine Behältnisse, in denen wir nachher den Sprit speichern. Oh, das hat viel Geduld auf jeden Fall. Oh, du glaubst gar nicht, wie viel Geduld ich habe. So. Was sagt die Höhe? Die Höhe sagt, können wir so lassen. Komm schön langsam rum. IVA-Docking ist ja langweilig. Da sieht er ja nichts. Dass er dann hier nur so. Wo ist denn mein Left-Ball? Oh, der ist aber auch blöd gelegt hier. So, Höhe sagt, passt.
fällig. So.